Ja, guten Tag, meine lieben Zuhörer. Ich gehe noch mal auf die Sendung von gestern Abend, Hart aber fair. Und davor gab es ja eine Doku über 75 Jahre, unser Grundgesetz mit der Wiedervereinigung. Und wir haben eine Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und man sagt ja jetzt, man behauptet, unsere Demokratie wäre durch die AfD, die demokratisch gewählt ist, seit 2017 im Bundestag sitzt, natürlich unangenehme Anträge, unangenehme Fragen, unangenehm für die Altparteien ist, und die möchte man jetzt weghaben. Mit allen Mitteln versucht man jetzt wieder im Öffentlich-Rechtlichen, wieder 5 gegen 1, gestern Beatrix von Storch, hier von der AfD, und dann hier die ganzen Katrin Göring-Eckardt, Dorothee Beer, Herr Fiedler, ein Zeitungsjournalist und hier noch ein ehemaliger Richter. Da frage ich mich auch, so alt sah er noch gar nicht aus. Ulf Burmeier ist jetzt irgendwie auch hier YouTuber und ist ja kein Richter mehr. Warum wurde er entlassen? Was ist der Lebenslauf? Das ist ja auch schon ein bisschen merkwürdig. Aber dann ist es mal zweitrangig. Das spielt ja jetzt hier erstmal keine Rolle, weil es geht ja erstmal darum, dass hier das Oberverwaltungsgericht in Münster, habe ich ja gestern ein Video gemacht, werde ich verlinken, entweder zum Schluss oder in der Mitte, dass auf Verdachtsfälle die AfD weiter als rechtsextrem eingestuft werden kann. Das ist noch kein Urteil, aber man möchte, damit das in Gespräch bleibt, hier auf der Straße wieder Gegenrecht AfDler aufhängen. Die AfD ist eine Nazi-Partei, wäre schlimmer als die NSDAP. Das muss man sich mal alles vor Augen führen, was hier eigentlich in Deutschland abgeht. Und das ist natürlich dann auch eine Verrohung, weil was aus dem linken Lager kommt, kommt dann natürlich auch aus dem rechten Lager, weil die werden sich bekämpfen, und da haben wir auf der linken Seite die Antifa, die Linksparteien, die linken NGOs und natürlich auch hier SPD, CDU, FDP, Grüne und linke Partei, die natürlich die NGOs hier oder die Antifa, kann ich es nicht beweisen, aber die Beweise hatten vielleicht die AfD bei den 470 Beweisanträgen, die das Oberverwaltungsgericht in Münster nicht berücksichtigt hat. Und das wurde ja gestern auch hier vom ehemaligen Richter Ulf Burmeier und hier Beatrix von Storch. Ich lasse euch hier die ersten 10 Minuten mal, wo die beiden hier in Frage-Antwort-Spiel gehen, da haben wir 1:1, da konnte sich Beatrix von Storch noch ein bisschen verteidigen. Die Sendung war hochinteressant, aber das würde hier das Video total sprengen. Ich habe mir hier ein paar Punkte rausgeschrieben, habe ich aber gerade auch schon gesagt, wir haben hier nur einen Verdachtsfall. Und nochmal, wir haben, glaube ich, hier wesentlich schlimmere Probleme, als wenn ein Björn Höcke, das mag ja sein, der Osten ist ja sowieso schon ein bisschen sensibler als wir hier im Westen. Und die AfD ist ja im Osten stark geworden, weil die CDU, quasi auch die Altparteien, den ganzen Osten belogen und betrogen haben. Und die Leute haben da ein Gespür für, was hier abgeht. Und deswegen ist die AfD gerade in Thüringen, und gerade in Thüringen, weil ja da ein Bodo Ramelow mit einer CDU-Minderheitsregierung, und dadurch kommt dann auch so ein Neusprech, und dann nimmt man den einen Satz hervor. Wo ist der Unterschied, ob ich sage, alles für D, alles für D, oder Deutschland zuerst, oder die deutschen Bürger zuerst? Das ist für mich inhaltlich genau gleich, und da macht man jetzt hier so Fallstricke raus, oder legt der AfD nur faule Eier ins Nest, und wir haben hier im Bundesland viel größere Probleme mit der Migration. Und nochmal, das habe ich gestern auch nochmal einem Freund am Telefon gesagt, wir müssen ganz klar differenzieren. Wir haben seit 2015, 16 Leute, die kommen ohne Papiere hier nach Deutschland. Wir wissen nicht, wer hier im Land ist. Und die 2016 gekommen sind, die haben mittlerweile einen deutschen Pass und sind somit Deutsche. Und wenn diese Leute mit deutschem Pass Kinder adoptieren können, Frauen adoptieren können, mit 3, 4 Frauen und haben 10 Kinder, was ja noch legal ist, das muss man sich mal wegtun. Man sagt, das sind Deutsche, beuten unseren Sozialstaat aufs brutalste aus, und da geht man dann nicht gegen an,
Aber nochmal, wenn die hier kriminell werden, und das muss eigentlich auch hier verboten werden, meiner Meinung nach, ich würde mir das als Deutscher, würde ich mir niemals erlauben, hier drei Frauen zu adoptieren oder zu heiraten, ne? Das geht sowieso nicht. Und dann nochmal 10 Kinder, da auf den Gedanken käme ich gar nicht, weil da weiß ich genau, das geht eh nicht durch. Aber da haben hier afrikanische oder hier aus den ausländischen Ländern, haben da keine Skrupel, unseren Sozialstaat hier legal auszubeuten. Wir zahlen im Jahr 50 Milliarden Euro, Tendenz steigend, für das Bürgergeld für Sozialleistungen. Und da muss man ganz klar differenzieren, wer bekommt das Sozialgeld oder ist ja Sozialhilfe. Bürgergeld gleich Sozialhilfe, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das sind also die Ärmsten der Ärmsten. Und die kommen genau in diese Kassen rein, weil da kommen keine Fachkräfte überwiegend, sondern mit Schlauchbooten oder über die Grenze ohne Papiere. Das sind alles, die hier in unser Sozialsystem wollen, die hier umsonst wohnen wollen, ärztliche Versorgung umsonst, günstig Bus fahren, alles wird bezahlt, Handy neu, Kleider neu, Küche neu, Möbel neu, alles neu. Ersteinrichtung. Und dann wohnen die und nach 5 Jahren ist alles kaputt, Schrott, auf den Müll geworfen und wollen dann wieder neu haben. Da muss man ganz klar differenzieren. Und nochmal, die AfD meint hier nicht das muss die Beatrice von Storch, die war da viel zu brav, meiner Meinung nach. Wenn ich da gesessen hätte und hätte für die AfD sprechen müssen, hätte ich ganz klar gesagt, man muss hier ganz klar differenzieren zwischen den Leuten aus der ersten, zweiten, dritten Generation, die uns Deutschen aufgebaut haben, die geholfen haben, die hier für uns arbeiten, die Steuern und Sozialabgaben zahlen. Die sind sehr gerne willkommen. Es sind auch viele Politiker in der AfD, in der Partei mit Migrationshintergrund, die nicht hier geboren, die nicht hier gebürtig sind und arbeiten aber hier, sprechen gutes Deutsch, arbeiten für den deutschen Staat und respektieren unsere Gesetze und Normen. Nur, da gibt es andere mit deutschem Pass, die vergewaltigen unsere Frauen, belästigen unsere Kinder, wollen hier eine Scharia einführen, wollen ein Kalifat hier einführen. Ich wette mit euch, dass hier in Hamburg an der Blauen Moschee bestimmt die Hälfte einen deutschen Pass haben. Und wenn ich dann höre, dass hier dieser Redelsführer mit einem Porsche Cayenne oder mit einem schwarzen AMG Mercedes hier Videos hochlädt oder hier vorfährt und der studiert dann hier auf Lehramt. Und kann denn hier auf einer Bühne solche Reden schwingen, hier, dass unsere Medien, unsere Politik und Gesellschaft höllisch aufpassen muss, bis der große Riese erwacht. Und das ist alles unfassbar, dass hier das genehmigt wird, dass hier der Innensenator von der SPD, Herr Grote, oder wie der heißt, das hier zulässt, dass das nicht als rechtsradikal und stark demokratiegefährdend ist. Weil das ist für mich wesentlich schlimmer, als so ein Satz oder Reden von Björn Höcke mag man einstufen, aber das ist, von da kommt nicht die Gefahr. Das möchte man nicht. Hier die Blaue Moschee, das sind ja, ne, wird ja alles unter Islam gehalten, den Schutzschirm Islam. Aber hier die AfD wird hier gefährlich, weil die AfD die Fernseh-GEZ-Gebühren abschaffen möchte, Europa umbauen. Die wollen nicht aus Europa und nicht aus der NATO. Das steht überhaupt gar nicht im Parteiprogramm. Aber die Beatrice Storch konnte da wohl gestern nicht zwischenrufen. Ich hätte das gemacht. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Nehmen Sie mal unser Parteiprogramm. Da steht drin, die EU muss umgebaut werden, weil das ganze korrupte System, was da in Brüssel da sitzt und diese ganzen Gesetze von der CDU und Grünen überwiegen, ne? Die regieren ja da mit von allein, die gar nicht zur Wahl stand. Habe ich auch schon tausendmal gesagt, die müsste eigentlich verhaftet werden. Die dürfte eigentlich gar nicht mehr aufgestellt werden. Und die CDU hält der von der Leyen den Rücken, weil die natürlich auch davon profitieren, weil die haben ja sonst keinen. Und der Macron, der spielt da vielleicht auch noch eine Rolle mit, der möchte die vielleicht auch nicht haben, den Herrn Weber oder sonst wen. Und ne, BlackRock, hohe Kapitalisten, meiner Meinung nach, hier werden die Reichen immer reicher und die Armen werden immer mehr hier in Deutschland und in Europa. Und jetzt holen wir uns noch die Ärmsten aus der Welt hinzu und das. Da ist ja der Krieg Arm gegen Arm. Und genau das wollen die Reichen. Das muss man erstmal verstehen. Und das muss man hier, ja klar, kann man natürlich im Öffentlich-Rechtlichen nicht sagen. Aber wer guckt denn das noch? Das sind dann meistens die Rentner und die Leute, die normal arbeiten gehen, die mit dem Internet nicht so bewandert sind. Aber unsere Jugendlichen, die schauen Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und hier auch meine Sachen, hoffe ich. Und da geht der Weg hin. Ich sag ja immer, vergleicht
das Öffentlich-Rechtliche, was da geschrieben wird, und die Zeitungen. Und dann schaut, was im Internet steht, da ist vielleicht auch nicht alles wahr drin, muss man auch so sehen. Bei Wikipedia wird ja auch nur einseitig was berichtet und viele Sachen gelöscht. Und dann mal schauen, was worüber nicht berichtet wird. Und dann geht selber raus am Bahnhof, in die Innenstädte, in Stadtteile, wo das so aussieht, wie ich das hier beschreibe. Fahrt doch mal nach Hamburg zum Bahnhof, nach Altona oder hier Innenstadt oder zur Blauen Moschee. Oder geht mal hin zu einer Demonstration von hier, von Muslim Inter, wie heißt die? Initiative oder wie die da heißen, Interaktiv. Hochkriminell. Also ich finde, und wenn wir hier schon anfangen mit Sonne, Mond und Sternefest oder Ostern soll abgeschafft werden oder Weihnachten, das ist so schon mit dem Weihnachtsmann, der Weihnachtsbaum, das ist alles hier zweitrangig. Wichtig ist ja die Geburt Christi als König geboren, die Krippe, die Krippe mit dem Maria und Josef fehlt fast unter jedem Weihnachtsbaum. Nur als Beispiel. Jetzt wird Pfingsten gefeiert, viele fahren weg, viele wissen gar nicht, was Pfingsten überhaupt bedeutet, hoher Feiertag für uns Christen. Aber wie gesagt, und das kriegen die der Christ der Islam ja auch mit, wenn wir da an, ich glaube nicht, dass die so leichtgläubig oder so mit ihrem, die müssen immer beten und öffentlich, ne, mit Teppich an der Uni, in den Freitagsgebeten und, da legen die ihren Teppich raus und fangen an zu beten. Aber das ist nicht der Sinn. Ich kann überall beten. Ich muss da nicht öffentlich hier mich präsentieren und zeigen, wie gläubig ich bin. Und nochmal, der Islam möchte eine Weltreligion werden. Die möchte hier die Scharia und das Kalifat einführen. Und die sind hier auf dem besten Wege dahin, weil die Altparteien und wir Christen nicht auf die Straße gehen und uns nicht dagegen wehren. Und das wird unser Untergang sein. Da machen wir es mal ehrlich. Fahrt mal durchs Ruhrgebiet. An öffentlichen Plätzen oder Bahnhöfen, da könnt ihr froh sein, wenn ihr lebend herauskommt. Oder Innenstädte, je nachdem wann und wo, wenn der Schlussverkauf sein sollte, hier wie in Saarbrücken, mit der Familie mal da durchgelaufen. Ich habe mich da richtig unwohl gefühlt. Da ist nichts passiert, aber ich kam mir vor, als wäre ich in Istanbul. Oder irgendwo in arabischen Ländern, aber nicht so reiche. Es gibt ja noch Arme in arabischen Ländern und es gibt auch sehr reiche. Das sieht man ja sofort an den Klamotten oder wer, wie die Kinder da rumlaufen, wie da rumgegrölt wird und. Ne? Aber das haben wir ja bei den Deutschen auch. Wir haben reiche Deutsche und wir haben arme Deutsche. Aber die armen Deutschen, die in eine Wohnung, Sozialwohnung zur Tafel gehen, die kommen mit diesen Leuten, die mit Schlauchbooten hier übergesetzt werden, kommen die jetzt in Kontakt. Und die Jugendlichen, wenn ich dann höre, ein 12-Jähriger ist Bandenführer in Ahaus und hält da die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Dann frage ich mich, wo sind wir mittlerweile gelandet? Fragt mal Carsten Stahl, was der dazu berichtet. Der ist schockiert, was hier teilweise abgeht und dass wir noch nicht mal in der Lage sind, Kriminelle abzuschieben. Es wird immer geredet, sowohl von der CDU als auch von der SPD. Frau Faeser, die redet, will und macht und tut. Aber Beamte, 1000 Beamte, immer noch nicht eingestellt. Die Polizei hat immer noch mickrige Ausrüstung. Alles auf Sparflamme geknüpft. Wie bei der Bundeswehr genauso. Und nochmal, diese 100 Milliarden Sondervermögen, das sind 100 Milliarden neue Schulden. Das ist auch alles hier diese Wortklauerei, dieses Umdrehen um 180 Grad. Wir nennen andere Begrifflichkeiten, dieses Neusprech und wir halten das Volk weiter für dumm. Nur das Volk merkt das, wo bleibt hier eigentlich unser Klimageld, was ja im Koalitionsvertrag steht. Wir zahlen hier hohe CO2-Steuern. Der Staat, Herr Lindner, macht sich richtig die Taschen voll und spricht dann hier, wir müssen noch weitere Steuern zahlen, Rente mit 63 muss weg und die erhöhen sich dann die Diäten um 6%. Da frage ich mich, was geht hier eigentlich ab? Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Altparteien, mich wundert ja schon, dass die CDU noch über 30% an Stimmen bekommt. Oder hier so eine SPD. Die müssten eigentlich alle bei 5% rumeiern und die AfD müsste 60% haben, weil die genau das anspricht. Lass sie an die Regierung, aber da hat man natürlich auch Angst. Das wollen die Altparteien nicht und deswegen setzt man jetzt Verfassungsschutz, faule Eier, Korrektiv, Wannsee 2.0, Hendrik Wüß und Esken kann die als Nazi-Partei, als NSDAP-Partei bezeichnen. Sofort würde ich die anzeigen wegen Rufmord. Das habe ich aber gestern schon gesagt. Aber ihr merkt, das ist nur politisch gewollt. Man möchte die AfD am liebsten von der politischen Bühne weghaben, aber das wird nicht mehr gelingen.
weil die Leute, das Volk merkt, wie sie betrogen und belogen worden sind, sowohl in der C-Pandemie, davor ja auch schon, dann mit den hohen Klima, mit den CO2-Besteuerungen, dann mit den ganzen E-Autos, mit den ganzen Verboten. Mercedes baut jetzt keine neuen E-Autos mehr, weil der Elektrowagen gar nicht mehr attraktiv ist. Wir sehen zwar nur noch Werbung mit Elektroautos, aber das kann sich gar keiner mehr leisten. Und die, die das sich leisten konnten, haben ihre ersten Autos an Norwegen, Schweden, Finnland verkauft mit 1.000, 2.000 € Gewinn. Das sind die großen Nutznießer und das sind dann auch die grünen Wähler, die natürlich diese Prämien haben wollen. Und bezahlen muss das der Autofahrer, der mit Verbrenner, mit Benzin und Diesel durch die Gegend fährt. Der muss die hohen Steuern bezahlen und das Klimageld bekommen wir nicht. Und da haben die hier nichts anderes zu tun, als sich um 6% die Diäten zu erhöhen. Und die AfD und die linke Partei waren gegen diese Erhöhung oder dass das automatisch passiert. AfD ist meistens dagegen. Und deswegen ist der Streit auch im Bundestag. Die ganzen Anträge von der AfD werden nicht genehmigt und umgekehrt die ganzen Anträge, die von Grünen und von der Regierung kommen oder von der CDU, lehnt die AfD natürlich dann auch ab. Und somit haben wir da auch schon eine Brandmauer. Deswegen wird die AfD auch im Bundestag nicht als Demokraten bezeichnet, obwohl die demokratisch gewählt ist. Man mag sie jetzt oder man mag sie nicht. Oder wenn die Kirchen hier sagen, stell euch mal vor, die Kirche wird sagen, ihr dürft die CDU nicht wählen, weil da hier Betrüger und Lüger drin sitzen. Habe ich noch nie gehört. Oder dass die Diakonie 15.000 Leute entlassen möchte, wenn die CDU wählen oder SPD. Da möchte ich wissen, was hier los wäre. Oder wenn man die Grünen hier angreifen würde, die unsere Wirtschaft total an die Wand fahren. Meiner Meinung nach. Aber gut, das wird jetzt hier zu weit. Das ist ja schon eine Einleitung, fast ein Video wert. Ja, also da geht mir auch hier der Hut hoch. Das ist alles irgendwo unfassbar, dass man hier jetzt versucht, die AfD demokratisch gewählt und die einzige Oppositionspartei, weil die CDU möchte unbedingt weiter regieren, die möchte wieder zurück, ist ja auch die stärkste Fraktion mit 30%. Die wird 2025, werden die Regierung stellen. Wir werden einen Bundeskanzler Friedrich Merz bekommen, der von BlackRock kommt. 10 Jahre bei BlackRock und hat immer noch Verbindungen dahin. Und dann möchte man wissen, was dann hier passiert, gilt für uns Arme. Hier, da kann man Klima, da kann man auch CO2 drüber schreiben. Der große Umbruch. Wir Armen, wir Bürger, wir Wähler werden glücklich sein, wenn wir nichts mehr besitzen, wenn wir unsere Miete nicht mehr bezahlen können, kein Auto fahren können, nicht mehr reisen können, keine Lebensmittel, nur noch Insekten essen können. Dann werden wir glücklich sein. Das muss man sich mal vor Augen führen, wo das hier alles hier hingeht. Da kann ich nur hoffen, dass die AfD mindestens 40% holt und mit Herrn Wagenknecht zusammen, dann haben wir eine Zwei-Parteien-Regierung, dass das irgendwie gelingt. Mich wundert ja, dass die Werteunion nicht stärker da aus den Prozentzahlen herauskommt. Alles irgendwo sehr, sehr merkwürdig, aber wir werden sehen, Europawahl, die Wahlbeteiligung. Schaut mal, wie viele nicht wählen gehen. Die Nichtwähler werden immer mehr werden. Vielleicht haben wir 2025 40%, die nicht wählen gehen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das wäre schon eine riesengroße Partei. Das ist ja schon fast die Mehrheit, weil die Leute satt sind, hier betrogen, belogen. Aber wer nicht wählen geht, der akzeptiert das ja. Der ist mit dieser Politik zufrieden von den Grünen, die unqualifiziert, nicht ausgebildet, unsere deutsche Wirtschaft an die Wand fährt. Und wir sind hier ein Einzelland. Die anderen Länder lachen über uns, weil wir überall aussteigen, überall Verbote. Müssen wir uns nicht wundern. Dieser Sozialstaat, das ist auch nur eine Frage der Zeit, wann das zusammenbricht. Aber da sind alle Deutschen betroffen. Alle, die dann keine Arbeit mehr haben, dann gibt es kein Arbeitslosengeld 1 mehr, kein Bürgergeld oder vielleicht nur die Hälfte. Das wird passieren. Und das wird man der AfD ja auch anhängen, sollten die an die Macht kommen. Siehe Meloni, die hat das ganze Arbeitslosengeld gestrichen oder Bürgergeld. Da müssen die Leute gucken, wie sie überleben. Da hört man ja auch so nichts von, ne? Da muss sich die AfD ganz klar ehrlich machen, dass sie sagt, hier, wir garantieren eine Mindestrente, wir garantieren einen Mindestlohn und dass dass das Sozialhilfe mit Bürgergeld wieder getrennt wird, mit Arbeitslosengeld und Sozialleistungen muss getrennt werden und dann genau gucken, wer das Bürgergeld bekommt und kriminelle Fachkräfte, Flüchtlinge, neue Ankommende, Kriminelle.
die hier durch Rewe oder auch Polizeiautos rumlaufen oder springen oder demolieren. Die müssen abgeschoben werden. Da kann man nicht sagen, hier, die sind traumatisiert, das mag ja sein, aber die haben doch immer hier kein Recht, hier Kinder zu belästigen, mit der Machete rumzulaufen. Schau mal, was in Leipzig da abgeht. Straßenschlachten untereinander. Die schlachten sich ja schon untereinander ab. Das ist alles unfassbar, meiner Meinung nach. Ja, gehen wir mal rein in, ich kann euch ja nur empfehlen, schaut hart, aber fair, aber das ist nur einseitig. Und ich mache mal eben so einen kleinen Einschnitt, zeige euch das und dann mache ich noch mal ein kleines Schlusswort, weil das meiste habe ich ja jetzt schon am Anfang gesagt. Ich bin vorweggegriffen, worum es da geht. Aber hier, da wundert mich ja schon ehemaliger Richter, jetzt YouTuber, Ulf Böhrmeier. Aber hört mal selber rein, wie er da argumentiert und was er da sagt zu Beatrice von Storch. Ne? Storch und mit dem Juristen und Podcaster Ulf Böhrmeier. Ihnen beiden auch ein herzliches Willkommen. Wir legen los. Ja, wie gefährdet ist die Demokratie? Darüber sprechen wir heute. Und es gab ein wichtiges Urteil beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Das sagt, der Verfassungsschutz hat die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Herr Böhrmeier, Sie sind Jurist, waren lange Richter, haben auch beim Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Was bedeutet dieses Urteil? Ja, das bedeutet letztlich, dass der Bundesverfassungsschutz gegen die AfD zu Recht einen schweren Verdacht hegt, nämlich den schweren Verdacht, dass diese Partei und noch zwei weitere Organisationen, von denen eine offiziell inzwischen aufgelöst ist, tatsächlich Bestrebungen sind gegen unsere Verfassungsordnung. Dass also die AfD, die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD und der offiziell aufgelöste Flügel tatsächlich versuchen, unser Grundgesetz aus den Angeln zu heben und dass es dafür eben genügend tatsächliche Anhaltspunkte gibt. Also wenn man das jetzt mal überträgt auf das Strafverfahren, das ist noch kein Urteil, wo jemand verurteilt ist, sondern das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie einen Haftbefehl. Ja, es gibt also dringenden Verdacht, dass die AfD tatsächlich eine solche gefährliche Organisation ist, aber das steht noch nicht endgültig fest und ob das tatsächlich so ist, das kann das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt weiter auch mit geheimdienstlichen Mitteln untersuchen. Frau von Storch, Sie sind auch Juristin. In Ihrem Grundsatzprogramm der AfD steht, wir wollen den Rechtsstaat stärken. Respektieren Sie diese Gerichtsentscheidung? Diese Gerichtsentscheidung werden wir angehen. Wir haben einen Rechtsstaat, in dem man den Rechtsweg beschreiten kann. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es ist bedauerlicherweise die Revision nicht zugelassen worden. Das heißt, wir werden in die Nichtzulassungsbeschwerde gehen müssen. Und am Ende steht der Weg nach Karlsruhe offen. Das heißt, diesen Rechtsweg werden wir beschreiten. Aber man muss deutlich sagen, dass hier zunächst mal nur ein Verdacht artikuliert worden ist. Und das hat das Gericht heute auch klar gemacht. Es geht um den Verdacht, es ist nichts erwiesen. Das heißt, die Institutionen sind angehalten, aufzuhören, immer von der extremistischen Partei zu reden, weil sie es nicht ist. Es gibt einen Verdacht und sie ermitteln. Und noch etwas, sie ermitteln seit 3 Jahren. Wir werden seit 3 Jahren beobachtet. Offensichtlich hat es 3 Jahre lang nicht gereicht, etwas zusammenzutragen, das irgendwie weiterführend als das ist, was wir jetzt haben, nämlich einen Verdachtsfall. Auch das ist ja bemerkenswert. Und das Dritte, und deswegen waren die Reaktionen unsererseits gegen dieses Urteil natürlich hart, weil Sie einfach wissen müssen, wir haben 470 Beweisanträge gestellt. Mhm. Wir wollten Beweise erheben über alles das, was der Verfassungsschutz vorgetragen hat. Aber das Gericht hat zu 470 Beweisanträgen gesagt, nö, wir erheben keine Beweise. Mhm. Wir unterstellen alles das, was der Verfassungsschutz auch sonst noch gesagt hat, als wahr und darauf bilden wir dieses Urteil. Und das ist tatsächlich wirklich ein Unding und ich finde, in einem Rechtsstaat ist eines auch möglich. Harte und wirklich harte Kritik auch an Gerichtsurteilen. Man muss das nicht gut finden, was dort ausgeurteilt worden ist. Okay. Wenn das woanders passiert wäre, dann hätte man wahrscheinlich etwas mehr Verständnis als bei uns. Frau von Storch, ich bin ja schon mal froh, dass Sie jetzt doch von Deutschland als Rechtsstaat sprechen, weil das klang in Ihrem Tweet heute noch anders. Aber wir wollen genau auf den Punkt eingehen. Herr Böhrmeier, diese Beweisanträge, die von Frau von Storch anspricht, die abgelehnt wurden, ist das was Ungewöhnliches? Also Beweisanträge sind im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eine Anregung an das Gericht, bestimmten Fragen nachzugehen, zum Beispiel bestimmte Zeuginnen zu hören oder bestimmte Dokumente in das Verfahren einzuführen. Man muss aber wissen, dass gerade im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, ähnlich wie im Strafverfahren, das Gericht auch von Amts wegen den Sachverhalt vollständig aufklärt. Das heißt also, da sind Beweisanträge vielleicht gar nicht so zentral. Hier hat das Gericht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es auf die Tatsachen zum Beispiel nicht
ankommt, die die AfD hier in das Verfahren einführen wollte. Und selbstverständlich muss ein Gericht einen Beweis dann nicht erheben, wenn der letzten Endes für das Verfahren keine Bedeutung hat. Also das ist völlig normal, wenn ein Gericht sagt, diesen Beweisantrag gehen wir nicht nach. In der Doku vor uns, die wir gerade gesehen haben, ging es um das Grundgesetz, das bald 75 Jahre alt wird. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft, in einigen Bundesländern auch als gesichert rechtsextrem. Bedeutet das eigentlich, dass die Partei verfassungswidrig ist? Nein, das bedeutet es gerade noch nicht. Frau von Storch hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es um einen Verdacht geht, den das Bundesamt für Verfassungsschutz hier hegt gegen die Partei. Das Urteil, dass die Partei tatsächlich verfassungswidrig ist, das kann nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe treffen. Und deswegen gibt es ja jetzt auch seit einiger Zeit bereits eine Diskussion darüber, ob nicht ein solcher Verbotsantrag nach Karlsruhe tatsächlich vorbereitet und vielleicht auch gestellt werden sollte, einfach damit das Bundesverfassungsgericht überhaupt die Möglichkeit hat, über diese Frage zu entscheiden. Über diese Frage werden wir später in der Sendung auch noch sprechen. Frau von Storch, in der Doku gab es eine ganz interessante Zahl. 53% sehen die Demokratie durch extreme politische Kräfte bedroht. Liegt das an Ihnen? Wissen Sie, ich glaube, die Stimmungsmache, die auch mit solchen Beiträgen gemacht werden, die ist wirklich gefährlich. Und die Diskussion ist auch völlig schräg. Wir haben keine Debatte, über die Berichterstattung kann man wirklich sich wundern. Wir haben Aufmärsche gehabt von Menschen, die tatsächlich unsere Grundordnung in Frage stellen. Die wollen ein Kalifat hier einführen. 1000 Mann in Hamburg auf der Straße immer Woche wieder. Haben wir letzte Woche in der Sendung drüber gesprochen? Will ich sagen, das ist tatsächlich eine Gefahr. Ja, wir sind diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ernsthaft erhalten will. Wir sorgen uns um die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das kritisieren wir und deswegen ist die Kritik auch manchmal sehr, sehr hart. Und einen Punkt muss ich noch machen, der ist wichtig, weil das ganze Urteil jetzt beruht darauf, dass der Verfassungsschutz irgendwelche Einschätzungen zu uns vornimmt. Dieses Konzept gibt es in keiner westlichen Demokratie. Denn der Verfassungsschutz ist das Innenministerium. Das sind die Politiker der anderen Parteien, die mit uns in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Und die beobachten uns und kommen zu solchen Schlüssen und dagegen müssen wir uns dann wehren. Das Konzept gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie. Das kann man den anderen auch gar nicht erklären. Der Verfassungsschutzpräsident aus Thüringen, Herr Kramer, ist besonders krass und Herr Haldenwang hat auch erklärt, dass seine Aufgabe nicht nur allein sei, die AfD in ihren Werten zu beschränken. Das heißt, er drückt ganz deutlich aus, was sein Ziel ist. Es geht ihm nicht um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das würde er im Geheimen, das würde er unauffällig machen. Nein, er geht an die Presse und sagt, was er tut. Und er sagt, es geht ihm darum, die Umfragewerte der AfD zu drücken. Das ist evident ungerecht. Und das gibt es in keinem anderen Land. Und deswegen der ganze Prozess. Das gäbe es nicht. Ob er das wirklich sagt, das prüfen wir natürlich nach im Faktencheck. Herr Burmeier, ist der Verfassungsschutz wirklich so politisch, wie es Frau von Storch sagt? Das ist natürlich ein Vorwurf, den man häufig hört. Und formal muss man sehen, ist natürlich das Bundesamt für Verfassungsschutz im Geschäftsbereich des Innenministeriums angesiedelt. Deswegen kann man diese Kritik formulieren. Aber ich denke, in der konkreten Situation muss man ja sehen, dass die Einschätzungen des Bundesamts eben gerade nicht nur die Einschätzung einer Behörde sind, sondern dass sie gerade von einem unabhängigen Gericht bestätigt worden sind. Ja, das ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen gibt es jetzt noch Rechtsmittel. Aber es geht eben, denke ich, doch in die Irre, wenn man sagt, das ist irgendwie eine politische Einschätzung, denn die hat sich ja jetzt gerade in einem rechtsstaatlichen Verfahren bestätigt. Es gibt in der Doku, und das fand ich auch noch ganz interessant, da wird gefragt, wie diktaturfest unsere Verfassung ist. Machen wir es mal konkret. Was befürchten Sie, was könnte passieren, wenn die AfD an einer Regierung beteiligt wäre? Also ich denke, wir sehen ja heute schon, wie die AfD menschenfeindliches Gedankengut immer wieder im öffentlichen Diskurs vertritt. Insbesondere gibt es natürlich bestimmte Menschengruppen, die sie besonders ins Visier nehmen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen. Und ich denke, man kann heute schon sehen, wie diese ständige Wiederholung von menschenfeindlichen Äußerungen dazu führt, dass sich das Klima in Deutschland verändert, dass zum Beispiel jüdische Menschen sich bedroht fühlen, dass queere Menschen sich bedroht fühlen, dass Menschen mit nicht weißer Hautfarbe sich bedroht fühlen. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt, auf den das Gericht in Münster in seiner Entscheidung abgestellt hat. Diese gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die in Tausenden von Äußerungen von Menschen aus der AfD immer wieder zum Vorschein kommt. Wir sprechen heute... Applaus
Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was Beatrice von Storch gesagt hat. Der wichtigste Aspekt, der wichtigste Punkt, den ich hier finde, ist, dass der Verfassungsschutz seit 2013, seit 3 Jahren schon ermittelt und wohl nichts gefunden hat. Und jetzt nur auf Verdachtsfälle wird hier jetzt Panik gemacht, dass durch die AfD die Demokratie gefährdet wäre. Der Grund ist, weil die Altparteien SPD, CDU, SPD, Linke und Grüne ihre Macht, ihre Fälle, ihre Holzstämme davon schwimmen sehen, weil die wollen keine Macht abgeben. Das sehen wir hier. Beste Beispiel: im Bundestag hat die AfD seit 2017 keinen Bundestag-Vizepräsident, weil er gewählt werden muss. Und um das zu umgehen mit Abstimmung der AfD oder anderen Parteien, wird hier alles da auch schon umgebaut, hier mit Diätenerhöhung automatisch, das wurde eigentlich vorher immer abgestimmt, jetzt geht das automatisch, alles zu Lasten des Steuerzahlers, weil die Diätenerhöhung um 6% müssen wir Steuerzahler ja bezahlen. Ne, machen wir uns ja mal ehrlich, da geht alles auf die Allgemeinheit. Zu den CO2-Besteuerungen, zu den Mehrwertsteuererhöhungen, zu den Strompreisen, wo der Staat ja auch mitverdient, mit 19%, Gaspreise teurer, tanken, wenn wir tanken fahren, bekommt der Staat 1,10 Euro mit. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Wer tanken fährt, der fährt quasi zum Finanzamt. Ha, aber fahren müssen wir oder wollen wir aus Sicherheitsgründen, weil die Bahn ja auch nicht mehr, wir können ja froh sein, dass unsere Bundesbahn überhaupt noch fährt, bei den wenigen Lokführern oder wenn das Personal so angegriffen wird. Straßenbahn, Bus, genauso. Busfahrer fehlen, Straßenbahnfahrer fehlen, Tendenz steigend. Deutschland ist hier bald Stillstand, ne? Und wenn wir jetzt noch hier einen Wirtschaftskrieg mit China anfangen, dann ist hier völlig aus, weil die Solarpaneele, die kommen ja alle aus China. Dann wird nichts mehr hier heute mit Solar, weil die halten ja nur 8 oder 6, 8 Jahre, da müssen die ausgewechselt werden. Die halten ja nicht ewig. Und dann haben wir hier einen riesengroßen Solarpanel-Müllschrott. Ich weiß gar nicht, wie das verwertet werden soll. Und dann auch mit den Rotorblättern der Windräder, die müssen ja auch entsorgt werden. Und dann ist ja hohes Plastik, noch mehr Plastik in der Welt, aber ist angeblich besser als Atommüll, wo ich dann auch mitgehe, aber es gibt ja schon Reaktoren, die den Atommüll völlig aufbrauchen können. Die neueste Generation, die jetzt in Frankreich, Finnland, Niederlande, Polen gebaut werden, nur in Deutschland nicht. Da stellt man die sichersten Atomkraftwerke noch ab und hat sich völlig verabschiedet und die Stromkonzerne müssen alle die Füße stillhalten, damit hier nicht der Herr Habeck da ins, oder wird, ne? Wird leise gestellt, nee, das muss so laufen wegen dem Klima. Und wir retten das Klima sowieso nicht alleine. Das Klima ist ein weltweites Problem. Und wenn die armen Länder wie Indien, Pakistan, China und Asien, Südamerika, Afrika nicht mitgehen und überwiegend noch mit Holzkohle heizen, weil die so eine bittere Armut haben, die kennen keinen elektrischen Strom. Und die werden mit Sicherheit da keine Wind und Solar hinbauen. Dann müsste man vielleicht erstmal da anfangen, weil da wird die große Umwelt verpestet. Oder wenn wir das ganze Plastik ins Meer werfen. Mach doch weltweit ein Flaschenpfand und Glaspfand auf mit 1 Euro, 1 Dollar. Was meint ihr, wie schnell die Leute hier das Plastik einsammelt? Aber das ist nicht gewollt, das wird nicht gemacht, weil, da verdient ja wieder Coca-Cola, Nestle, die verdienen da dran, lieber neue Plastikflaschen produzieren, als die alten zu recyceln. Ja, und dann, was hier gesagt hat, dass 470 Beweisanträge vor Gericht nicht berücksichtigt wurden. Das muss natürlich auch, und das wird nachher so hoch gehen, denke ich mal, vor das Bundesverfassungsgericht. Und da muss dann vielleicht in einem Jahr oder wann hier entschieden werden, ist die AfD rechtswidrig. Und da muss man natürlich aufpassen, sollte das nicht passieren, wovon ich mal ganz stark ausgehe, weil ein Bundesverfassungsgericht kann ja nicht hier 30-40% der Wähler, die ja gar nicht gezwungen sind, das sind ja nicht alles Rechtsradikale. Ich bin mit Sicherheit, dass hier ein Beatrice von Storch, dann Alice Weidel, Timo Kupala, wie sie alle heißen, hier Bernd Baumann, Brandner, eigentlich Björn Höcke auch nicht, der ist Lehrer, der ist hochgebildet, der hat 3 Kinder, der ist für mich nicht rechtsextrem, nur weil er da mal eine harte, scharfe Rede hält, weil die Leute das gerne da hören, weil er da natürlich dann mit Stimmen bringt, klar, aber wie gesagt, wo ist der Unterschied, ob ich sage,
die Deutschen zuerst, Deutschland immer zuerst oder alles für die? Wo ist da der Unterschied? Der Inhalt ist für mich gleich, meiner Meinung nach. Und das hat Franz Beckenbauer, Kaiser Wilhelm II. Im Ersten Weltkrieg oder hier die alten Patrioten haben das immer genannt. Deutschland, Deutschland über alles. Ist ja auch schon, stand ja mal hier in der Nationalhymne, ist ja auch umgeschrieben worden, weil das ja auch nicht geht, aber da singen wir da glaube ich auch noch, ne? Aber, oder nicht mehr, keine Ahnung. Aber da muss man natürlich aufpassen, sonst wird mein Video ja auch schon nicht mehr hochgeladen, wegen Neusprech. Wir kommen in 1984, 2024. Wir sind hier in eine Verbots- und in eine Diktatur, ökologische, grüne Diktatur reingeraten. Alles wird verboten. Wir sollen hier Insekten essen, sollen nicht mehr reisen, sollen nicht mehr Verbrenner fahren, sollen Wochenende Auto stehen lassen, am besten nur zu Fuß gehen und überall hier von Windstrom leben. Ist kein Strom da, auch nicht schlimm. Ihr habt ja noch irgendwie... müsst ihr wachen, bis der Strom wieder da ist. Wir entwickeln uns wirklich zu einem afrikanischen oder südamerikanischen Entwicklungsland. Da sind wir am besten Wege hin und der Euro ist für mich auch gescheitert, weil er bald so einen Wert hat wie die italienische Lira. Das kommt ja noch on top da drauf, aber das wird jetzt zu kompliziert wieder, weil da steckt ja auch noch alles dahinter, ne? Und da kommt dann vielleicht die Unzufriedenheit her. Die Leute merken das, die können nichts ändern, die Parteien belügen und betrügen, dann machen wir das halt auch. Dann greifen, dann klar, aber kann ich angehen, dass die Personen zu Schaden kommen? Das ist natürlich ganz klar, das wird ja da auch besprochen, beharrt aber fair. Man muss sachlich bleiben. Und das fällt den Altparteien ja auch schon schwer. Wenn ich dann so eine Strack-Zimmermann sehe, die bleibt ja auch nicht sachlich. Die wird ja auch direkt persönlich und sehr beleidigend. Ne? Nur so viel dazu. Dazu, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es hinaus. Ne? Jo, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich ging das jetzt gerade gut, weil ich das Mikro hier oben hatte. Ja gut, okay.